Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Köller, die Replay Challenge Kalender Woche 11 ist im Gange. Wir sind unterwegs mit 5 Kittles. Okay, 5 Kittles, 5 Kittles. In der Badger 12 und Aufklärerstufe 8 der Franzosen. Wir fahren keinen Radpanzer, ja, halleluja. Wir haben 2 Gunmax drauf. Wir haben einen, ja, recht ausgeglichenen, mobilen Scout. Mit um die 65 bis knapp 70 km/h Höchstgeschwindigkeit. Eine 75mm Kanone ist drauf mit 170 Durchschlag, 170 Schaden. Auf Premium gibt es 170 Schaden bei 210 Durchschlag. Und mit HE hätten wir 260 Schaden bei 38 Durchschlag. Ansonsten Rationen drauf. Das bedeutet Besatzungsvorteile von 10% auf die komplette Leistung, was die Crew angeht. Das heißt, einzielen, aufklären. Okay. Feuern aus der Fahrt ebenfalls. Tarnen, reparieren und so weiter. Und genau das machen wir hier. Wir sind auf Prokhorovka unterwegs. In einem 10er-Gefecht mit 8er und 9er Unterstützung. So ziemlich das Schlimmste, was jedem anderen Panzer passieren kann, aber nicht dem Aufklärer. Wir sind der einzige Aufklärer, was jetzt aktuell auch eher selten ist, denn die Radpanzer werden gerade massiv gefahren und deswegen hat man es da nicht ganz so einfach an Scout-Schaden zu kommen. Das wird sich hier hoffentlich gleich mal ändern. So, 561 Schaden haben wir gescoutet. Der erste ist bereits raus, das heißt, da ging das ohne Licht und wir werden unserem Team hier hoffentlich mit unserer Sichtweite und unserem Tarnwert gut helfen können. Also irgendwo da vorne steht auf jeden Fall noch ein TD, der uns gerade aufgemacht hat. Das Allerwichtigste, wenn man mit dem Scout fährt, nie stehen bleiben. Kanonen müssen für... Hoppala! Hohoho. Etwa 40.05 ist da aufgegangen. Und wir streifen sofort den kompletten Schaden ein. Hat mit Sicherheit vom Type 5 schwer einer bekommen. Oder Type 4 schwer, was haben wir da? Vom Type 4 schwer einer reingesteckt bekommen. Und ist dann abgeräumt worden. Also sehr fein. 1850 Aufklärungsschaden allein durch den britischen Sternzerstörer. Perfekt, perfekt. Sehr schön. T10 aufgeklärt. Oho, aufgeklärt. Alle schießen sie auf dich, keiner trifft dich. Nochmal 1376 Schaden. Und nochmal 1000... Oh, bist du narrisch. Hier geht's was. Hier geht was, Leute. Sehr fein. Kann man machen. Mitte ist komplett unbesetzt. 5584 Schaden aufgeklärt. Da haben wir einen T30. Der ist ebenfalls gefährlich. Macht 750er Löcher. Bewegen, bewegen. Und es wird wieder... Schaut euch das an. Ja, Wahnsinn. Sehr geil. Sehr geil. Also wenn ihr als einziger Scout unterwegs seid, euch so mobil verhaltet, wie das Fahrzeug das zulässt... Ist das wirklich ideal? Ne, der Preis da ab. T10 angewinkelt, sieht eher schlecht aus. Der Gegner ist hier absolut chancenlos. Er wird die 1er, 2er, 3er Linie nicht halten können, zumal sich ein TD da hinten auf der 0er Linie bewegt und dementsprechend überhaupt nicht zur Verfügung steht. 4, 5 und 6 dürfte ebenfalls nicht zum Gegner sein. Deswegen haben wir es hier mehr oder weniger so einfach. Da drüben ist schon die Arti. Da drüben hat sich der T30 zurückgezogen. Nee. Fürs Killen bist du heute nicht da, muss ich mal so sagen. Das Killen machen heute die anderen. Sehr schön. Und der nächste Aufklärungsschaden. Es ist einfach nur geil. 6.755 Schaden aufgeklärt. Jetzt gibt es vom 53 TP eine. Aber die bezahlt er sofort mit seinem Leben. Jawohl. So habe ich es mir gedacht. Rausgenommen vom Objekt 268 Version 4. Einer der bestgepanzerten TDs und trotzdem einer, der bei Geschwindigkeit oder Punkt und Geschwindigkeit recht gut mithalten kann. Hoppala, da ist ein Skorpion. Wo sind wir denn hier? Ein Bug! Schaut euch das an! Ha! Das gibt's ja nicht. So, 113 HP sind noch übrig. Skorpion G gibt uns eine mit, allerdings nur eine AP. Mit einer HE werden wir hier draußen gewesen, mit ein bisschen Glück.
Schön hier hochfahren, Proxy-Spot, Fahrzeuge aufmachen, Artillerie kann sich austoben. Wir haben noch einen Stützwagen 103W. Ebenfalls ohne Chance. Es steht 10 zu 2. Wir haben über 8000 Scout-Schaden. Wir haben 169 Schaden selber gemacht. Dass in der Panzerung nichts hängen bleibt, das ist klar. Papier kann man nun mal nicht anwinkeln. So, wir machen ein bisschen selber Schaden. 50 TP kriegt eine. Und eine zweite noch dazu. Und dann noch eine. Und da ist der Stützwagen 103-0 raus. 479 Schaden verabreicht, 8588 Schaden gescoutet. Ah, ist hier nicht auf Premium-Munition. Sondern auf Standard. Und da oben haben wir noch was Schweres. Ein E100, wenn ich alles seucht. Mit 2700 HP ist der E100, genau. Und noch ein bisschen Aufklärungsschaden. Also Gegner hier gnadenlos unterlegen. Ja. Bei 15 zu 2 brauchen wir nicht mal groß drüber reden. 9130 Schaden gespottet. Es kommt noch ein bisschen was dazu. Und werden wir gleich mal schauen, wie viel das am Ende dann insgesamt wird. Das Ganze weniger als 6,5 Minuten. Eieieiei. Bist du noch zu retten? Patch of Duty gibt's, einen Scout gibt's, einen Spotter und natürlich ein M. So, 9911 Schaden gescoutet. Boah, das ist viel. Bist du narrisch. Starke Runde, gibt's nichts zu meckern. 1304 Basis-XP. Nur 688 Schaden gemacht. Okay, du bist halt heute fürs Schadenmachen nicht da gewesen. Aber das ist wirklich Bombenrunde. Gibt's nichts zu meckern. 58.000 netto nehmen wir ein. Bei 69.000, die wir eingenommen haben, bleiben nur 2.900 für Munition und 7.900 fürs Reparieren. Der Rest wandert in die eigene Tasche. Sehr schön. Feine Runde. Danke fürs Einsenden. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wisst Bescheid. Draufklicken, Like da lassen, Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und...